Search for the Dragon. Also Suche nach dem Drachen. Eine Stimme spricht immer mit diesen Worten auf den jungen Kid Taylor ein. Seit geraumer Zeit verschwinden immer mehr Leute in der Stadt. Und darunter auch Kids Vater, dessen Stimme immer wieder an Spiegelflächen vernimmt. Kid gerät also langsam auf die schiefe Bahn. Und nur ein befreundeter Polizist, der seinen Vater kannte, hilft ihm immer wieder aus dem Schlamassel raus. Doch das alles endet an dem Tag, als Kid in die Wohnung seines Vaters geht und dort ein merkwürdiges Kartendeck findet. Und darin befinden sich sogenannte Adventkarten, zusammen mit einer Vertragskarte. Nur kurz darauf wird er von einem Drachen angegriffen und das Adventdeck scheint ihn auf mysteriöse Art und Weise davor zu beschützen. Und seit diesem Vorfall sieht Kid auch ständig Kreaturen, die aus verspiegelten Flächen springen und versuchen, Leute darin reinzureißen. Mit Mühe rettet er die junge Bloggerin Maya genau vor so einer Attacke und gerät selber in diese Spiegelwelt. Dort angekommen, muss er sich in einer Rüstung vor einem Spinnenmonster behaupten, was allerdings zum Glück von einem Ritter namens Wing Knight in die Flucht geschlagen wird. Dieser Kamen Rider Wing Knight erklärt Kid, dass sie sich in der Welt Ventara befinden. Ventara ist die Dimension hinter den Spiegeln und war einst reich bevölkert, bis General Xavier kam. Nun ist Ventara völlig frei von jeglichen Bewohnern. Sie wurden von Xavier entweder versklavt oder ihre Lebensenergie wurde ihnen entzogen. Xavier hat es geschafft, eine komplette Dimension menschenleer zu kriegen. Und nun streckt er seine Krallen nach der Erde aus. Wing Knight, der im richtigen Leben Len heißt, versucht Kid mit allen Mitteln aus diesem Krieg herauszuhalten. Denn sollte er wirklich die Vertragskarte nutzen und damit einen Vertrag mit dem Drachen eingehen, so ist das ein Bund fürs Leben und er kommt dort nie wieder raus. Und schon bald sollten weitere Kamen Rider auftauchen. Und Kid wird feststellen, dass nicht jeder Kamen Rider ihm wohlgesonnen ist. Wenn Xavier verfolgt eine perfide Strategie, um die Rider gegenseitig auszuspielen. Er benutzt ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche, um sie gegeneinander aufzuhetzen. Und eine wichtige Frage bleibt am Ende. Was hat Kids Vater mit diesem Krieg zwischen den Dimensionen zu tun? Kamen Rider Dragon Knight war in dem Sinne wirklich ein Fanprojekt. Die Gebrüder Wang haben es ins Leben gerufen, die schon Kamen Rider aufgewachsen sind und sogar Kontakt zum Mangaka Shotaro Ishinomori hatten, der im Übrigen sehr, sehr viel auf die beiden hielt. Beide hatten damit zu kämpfen, dass die Amerikaner vorher schon Kamen Rider versucht haben zu adaptieren und das Ganze gehörig in die Hose gegangen ist. Mask Rider. Gab's nie. So muss man sich vorstellen, dass der Mangaka Ishinomori wirklich so entsetzt von der amerikanisierten Fassung in den 90er Jahren war, dass er verboten hat, dass so zu seinen Lebzeiten jemals wieder Kamen Rider adaptiert werden sollte. 1999 verstarb der gute Herr leider und die Wang Brothers haben sich gedacht, wir probieren es jetzt noch einmal und diesmal aber mit Herz und Seele. Und das haben sie meines Erachtens wirklich gut hinbekommen. So findet ihr in Kamen Rider Dragon Knight diverse Anspielungen auf das Original, was schon bei den Hauptcharakteren anfängt. So heißt Kamen Rider Wing Knight in Dragon Knight Len, im japanischen Ren. Und Kid Taylor ist einfach von den Nachnamen von Shinji Kido abgeleitet. Also Kido und Kid. Ohne O, ne? Ihr wisst. Außerdem hat man tatsächlich probiert, die Defizite, die Kamen Rider Ryuki, also das japanische Original, aufwies, deutlich auszugleichen. Man hat Storylücken so genommen, dass man sie wieder ausarbeiten konnte und sie sind vor in die Serie mit integrierte. So zum Beispiel auch die Rider, die nur in Specials oder Movies vorkamen, die eigentlich in der Serie hätten vorkommen sollen. Und man benutzte auch die Motive, die die Rider im japanischen Original haben und haben sie total anders interpretiert. Nehmen wir so zum Beispiel Kamen Rider Gai, der das Ganze nur für ein Spiel im Sinne von Computerspiel hielt. So hatte sein amerikanisches Gegenstück Kamen Rider Thrust ebenso das Gefühl, an einem Spiel teilzunehmen. In welchem Sinne allerdings, möchte ich euch nicht verraten, schaut euch die Serie dafür wirklich an. Und man hat nicht nur Ideen einfach aus dem Japanischen genommen, man hat auch wirklich zielgerichtet mit den Erwartungen der Fans gespielt, die schon Kamen Rider Ryuki gesehen haben. So gab es einige Twists, die wirklich keiner voraussehen konnte und die einen wirklich umgehauen haben. Als negativen Punkt muss ich allerdings auch sagen,
dass man hier nicht nur das Gefühl hat, dass das Ganze, die ganzen Schichten hindurch weggeht, wie ich zum Beispiel Kamada Yuki sehr mochte, sondern dass man eigentlich sehr krass auf einem Level bleibt. Das finde ich sehr, sehr schade. Außerdem litt Kamada Dragon Knight schlicht und einfach an ihrem Geldgeber, denn dafür hatten sie 4 Kids. So in etwa die US-Version von Pukito. 4 Kids war schlicht und einfach dafür bekannt, dass sie Animes und japanische Serien nehmen und die einfach viel zu kindgerecht machen, zensieren etc. Und genau daran sollte es auch bei Kamen Rider Dragon Knight scheitern. Den Trailer, den die Wang Brothers auf YouTube hochgeladen haben, nur um Toei Entertainment davon zu überzeugen, dass sie es würdig sind, Kamen Rider zu adaptieren, zeigt eine sehr, sehr düstere Atmosphäre. Genau diese Atmosphäre wurde durch 4 Kids deutlich entnommen. Kamen Rider Dragon Knight sollte viel, viel düsterer und viel erwachsener wirken, als es so schon der Fall ist. Maya Yang zum Beispiel ist in der Endfassung eine Bloggerin, die in einem Bücherladen hauptsächlich arbeitet. Im Original sollte sie eine Reporterin sein, die versucht, genau diese Fälle aufzudecken. Ebenso hat man Charaktere einbauen müssen, die dem Ganzen ein bisschen was Lustiges verleihen, wie zum Beispiel die Tante, die später zum Glück dann größtenteils rausgeschrieben wurde. Man musste sich sehr hart dem Zensurschere von 4 Kids beugen, was man dann allerdings ab den 20er Folgen nicht mehr vorhatte und beide Parteien in ein etwas krasses Streitgespräch kamen. Ja. Das größte Hindernis an der Zensurschere war, dass in Kamen Rider Yuki die Rider sterben, das konnte man so nicht mit einbringen. In Dragon Knight werden sie in den Advent Void geschickt. Das ist ein Raum, in dem man nie wieder rauskommt. Und wenn man mal bedenkt, dass man aus einem Raum nie wieder rauskommt und kein Essen bekommt und dann ähnlich zur Runde geht, finde ich, Sterben ist schon eine deutlich einfache Variante. Dem hinzu kam noch, dass 4 Kids zur Produktionszeit dann langsam aber sicher pleite ging und das Geld immer knapper wurde. Sprich, in den 30er Folgen konnte man Kamen Rider Dragon Knight nicht mehr so umsetzen, wie es ursprünglich gedacht war. Man musste einen Alternativweg wählen, der nicht unbedingt schlecht ist, aber deutlich zu sehen ist, dass man halt tatsächlich da am Geld sparen musste. Kamen Rider Dragon Knight ist definitiv keine perfekte Serie, keineswegs. Aber für Toku-Fans, die im Grunde nur Power Rangers gewohnt sind oder noch schlimmer Mask Rider, dem zeigte Kamen Rider Dragon Knight einen guten Weg, wie wirklich Fans, die mit der Serie aufgewachsen sind und die einem Herz geben, wie man eine Serie so adaptieren kann, dass es Spaß macht, sie zu gucken. Sowohl als jemand, der die japanische Serie kennt, als auch jemand, der komplett neu einsteigen möchte. Und Kamen Rider Dragon Knight tut das. Die Charaktere sind nachvollziehbar, die Charaktere wachsen einem ans Herz. Und ja, auch wenn sie nur in den Advent Void geschickt werden, es tut im Herzen weh, wenn genau dies passiert. Kleiner Tipp für mich an deutsche Fans, tut euch nicht die deutsche Synchro an. Pokito hat damals das Ganze synchronisiert und dort hat man versucht, von dem Zensierten noch mehr zu zensieren, so dass beispielsweise in dem Kampf coole Sprüche gefloppt werden, die im Original so nie passierten. Das nimmt jeglichen Ernst aus der Serie raus und. Man hat hier wirklich versucht, das Ganze noch kindgerechter zu drehen und man muss es teilweise auch nicht so vermarkten. Schaut euch die Serie im Originalton an, wer halbwegs das Englische mächtig ist, und es wird euch wirklich... Ihr werdet es genießen, sag ich so, wie es ist. Allerdings verstehe ich auch jeden Kamen Rider Fan, der sagt, es irritiert mich, dass da keine Asiaten mit am Werk sind. Kann ich durchaus nachvollziehen. Kamen Rider ist durch und durch was Japanisches, aber diese Adaption hat gezeigt, dass es auch gut gehen kann, wenn man etwas amerikanisiert. Und Kamen Rider Dragon Knight hat einen Emmy Award gewonnen. Das möchte auch schon was heißen. Das spricht wirklich für die Serie. Ja, ich weiß, ich bin vielleicht nicht ganz objektiv in dieser Review, aber das ist meine Review sowieso nie. Aber ich möchte euch einfach sagen, dass es halt tatsächlich auch Adaptionen gibt, die ein bisschen untergegangen sind, wo es sich lohnt, im O-Ton zu sehen. Und man auch beide Staffeln sehen kann und wunderbar darüber diskutieren kann, über die verschiedenen Motive. Habt ihr Dragon Knight gesehen? Das würde mich wirklich interessieren. Unten in die Kommentare rein, wer war eigentlich von euren Ridern euer Lieblings-Rider? Also bei mir ist es eindeutig Len und ich sag jetzt mal Onyx. Wer das ist, könnt ihr in der Serie sehen. Und ich mochte X irgendwie, auch wenn er ein bisschen bekloppt im Kopf war. Schreibt es unten rein, würde mich wirklich interessieren. So. Habt ihr übrigens auch auf Pokito gesehen? Wenn ja, wie hat es euch da gefallen? Fand ihr die Serie trotzdem gut, trotz Zensur? Habt ihr es dann noch mit O-Ton weitergeschaut? Ich bin gespannt, auch wenn es nur 14 Tage lief. Wenn ihr jetzt da drüben guckt, kommt ihr zum japanischen Original Kamen Rider Ryuki. Da könnt ihr das vielleicht mal ein bisschen vergleichen, was ich von der Serie halte
und was ich hier bei Dragonet gesagt habe. Und unten drunter findet ihr die letzten Hero News. Ja, die sind ganz schön veraltet, ich weiß. Aber wow, jetzt kommen wir wieder neu. Versprochen. Nee. Okay, dann haut rein. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und dann bleibt zum Schluss nur noch zu sagen: Kamen Rider!